meine Damen und Herren. Am schönsten ist es, am einfachsten wäre es, Ihnen einfach nur begeistert von der Musik Johann Sebastian Bachs zu schwärmen, von diesem immer neuen Wunder, das diesem so überwältigend reichen Werk, das wie ein Matterhorn in der musikalischen Hügellandschaft seiner Zeit steht. Bachs Musik ist längst so etwas wie der Urmeter aller Musik geworden, die DIN-Norm, an der wir alles messen, was später kam, Haydn, Mozart, Beethoven und auch noch Bartok und Webern. An Bach wird alles gemessen, auch heute noch. Natürlich wird es in meinen Worten zwischen den beiden Aufführungen der Kantate mit den Titelzeilen »Schwingt freudig euch empor« auch ein paar Bemerkungen zur Musik geben. Ein Kantatentext lebt nicht ohne seine Musik. Und die Musik dieser Kantate ist gewiss besonders eindrucksvoll. Aber ich will hier vom Text sprechen. Er hat drei Autoren, einen, dessen Namen wir nicht mehr kennen und der vielleicht Christian Friedrich Henrici ist, der sich selber Picander nannte. Dann Philipp Nicolai, dem wir das Kirchenlied »Wie schön leuchtet der Morgenstern« verdanken und der seit mehr als 100 Jahren tot war. Und den berühmtesten von allen, der allerdings schon vor fast 200 Jahren gestorben war, Martin Luther. Sein Choral »Nun komm der Heiden Heiland«, der so etwas wie das Rückgrat der Kantate bildet, war damals der Number-One-Choral der Protestanten. Jedermann konnte ihn auswendig und er ist auch heute noch einer der beliebtesten. Bach brauchte oder verbrauchte für seine Kirchenkantaten viele Texter. Schließlich hat er um die 300 Kirchenkantaten geschrieben, viele in Zyklen und für einen spezifischen Kirchentag. 200 von ihnen sind erhalten. Das war ein gewaltiges Unternehmen. In den ersten Leipziger Jahren, ab 1723 also, schuf Bach an die 5 Kantatenjahrgänge, das heißt Folgen von jeweils etwa 60 Kantaten für alle Sonn- und Feiertage des Kirchenjahres, Woche für Woche. Und hier und da noch öfter, in der Osterzeit zum Beispiel, jagen sich die Kirchenfeste, schrieb er also eine Kantate, legte den Text fest zuerst, schrieb dann die Kantate, studierte sie ein und führte sie auf, Woche für Woche, eine halbe Stunde Musik komponieren, probieren, zur Aufführung bringen. Das war viel, auch für einen Bach. Und wir müssen annehmen, dass keine der Aufführungen so sorgfältig studiert war, wie wir das heute gewohnt sind und wie wir es hier erleben. Es gibt Zeugnisse von Zeitzeugen und von Bach selber, die uns nahelegen anzunehmen, dass vieles sozusagen prima vista gesungen und gespielt wurde. Da waren die Musiker und die Sänger wohl froh, wenn sie überhaupt den Ton trafen, den Text korrekt entziffern konnten und hatten für eine sorgfältige Deutung von Musik und Text kaum Zeit. Auch unsere Kantate ist für einen besonderen Tag geschrieben worden, für den ersten Advent. Die heutige Aufführung trifft den Tag zwar nicht punktgenau, aber annähernd. Der erste Advent ist kein schwarzer Tag im Kirchenjahr, wie etwa der Karfreitag, sondern ein freudvoller. Das prägt den Charakter des Textes und der Musik. Nun komm der Heiden Heiland. Jedermann damals freute sich zusammen mit Luther und auch Bach freute sich gewiss ohne jede Verstellung. Er war zwar nur 9 Jahre älter als Voltaire, der ein aus christlicher Sicht frecher Freidenker wurde, und er war aufmerksam und feinfühlig genug, die frühen Signale der Aufklärung zu verspüren, die auch an den sicheren Fundamenten der Religiosität rüttelten. Trotzdem gingen ihm gewiss Zeilen wie »Schwingt freudig euch empor, ihr Zungen, die ihr itzt in Zion fröhlich seid« ganz natürlich von den Lippen, und auch daran zweifelte er gewiss nicht, es naht sich selbst zu euch der Herr der Herrlichkeit.
Dass der Hauptteil des Textes vom Lutherchoral und von der Nikolaistrophe einmal abgesehen anonym ist, will nicht heißen, dass Bach den erstbesten und nächstgelegenen Text genommen hätte. Im Gegenteil, er war beständig auf der Suche nach geeigneten Texten. Er war da weitgehend sein eigener Herr, verhandelte mit den Librettisten, auch Bach hatte ein Budget, das er nicht überziehen durfte, ließ auf eigene Rechnung Textbücher drucken, aber gute Textdichter zu finden, war gar nicht so einfach. Denn erstens brauchte Bach ja sehr viele Texte und zweitens war die kirchliche Herrschaft über die Dichtung seit Luther zerbrochen und der unpersönliche, also allgemeingültige und entsprechend gut reproduzierbare sakrale Stil untergraben. Die Dichter, die Bachs und eben nicht mehr Luthers Zeitgenossen waren, schrieben keineswegs mehr bevorzugt oder gar ausschließlich Texte, die für Kirchenzwecke telquel verwendbar gewesen wären. Ja, schon Luther war, wie Bach in der Musik, zu seiner Zeit ein ziemlich einsamer Gigant der Kirchendichtung gewesen und war es weiterhin geblieben. Denn zwar stieg im 17. Jahrhundert die Zahl der dichtenden Theologen ins Unermessliche, aber all diesen schreiblustigen Pfarrherren sind, das denken wenigstens die, die sich wirklich durch diesen Textberg hindurchgefressen haben, kaum Werke von Rang zu verdanken. Bach also fand zuweilen durchaus Texte vor, aber er ließ sie oft und gern und mit geringerem oder größerem Glück des Gelingens für seine eigenen Bedürfnisse eigens anfertigen. Sein Liebling war wohl der Leipziger Christian Friedrich Henrici, genannt Picander. Dass er der Autor unserer Kantate sei, ist keineswegs gesichert. Ein begabter Dichter mit einem aus der damaligen protestantischen Sicht angreifbaren Lebenswandel. Wein, Weib und Gesang, so scheint es. Und es wirft nebenbei ein vielleicht unerwartetes Licht auf Bach, dass dieser sich von Picanders Eskapaden keineswegs irritieren ließ, sondern, mag sein, an ihnen sogar sein Vergnügen fand. Jedenfalls blieb er Picander freundschaftlich verbunden, auch wenn ihm die gute Gesellschaft Leipzigs mit zunehmendem Misstrauen begegnete. Das macht uns auf Bachs Unangepasstheit aufmerksam. Einer wie er war kein Fürstenlakai und auch kein Kirchenlamm. Nein, es war ganz unvermeidlich, dass er sich an seiner Umgebung immer wieder rieb. Wir Nachgeborenen übersehen das nur immer wieder, weil Bach weder in aufgeklärten noch revolutionären Zeiten lebte. Die Macht der absolutistisch regierenden Herren war immer noch so intakt, dass man einen Posten, den man innehatte, nicht einmal kündigen durfte. Man war zu seinem Beruf verurteilt, auch wenn man ihn nicht mehr oder, was Bachs Fall wurde, woanders ausüben wollte. Tatsächlich wurde Bach 1717 in Weimar einen Monat lang inhaftiert, weil er nach Köthen gehen wollte und danach, als er unbeugsam blieb, ungnädig entlassen. In den Weimarer Hofakten heißt es dazu, ich zitiere, »Eodem den 6. November« ist der bisherige Konzertmeister und Hoforganist Bach wegen seiner halsstarrigen Bezeugung und zu erzwingender Demission auf der Landrichterstube arretiert und endlich den 2. Dezember darauf mit angezeigter Ungnade ihm die Demission durch den Hofsekretarius angedeutet und zugleich des Arrestes befreit worden. Dem Waldhornisten Adam Andreas Reichardt aus Bachs Weimarer Orchester erging es noch schlechter. Immer wenn er um seine Entlassung einkam, wurde er zu 100 Schlägen und Gefängnis verurteilt. Nachdem er, was sehr verständlich ist, sich nach den ersten paar Malen heimlich aus dem Staub gemacht hatte, wurde er für vogelfrei erklärt und in Effigie aufgehängt. Bach immerhin machte einigermaßen Legalkarriere. Auch wenn seine Dienstherren allesamt nicht wussten, was sie an ihm hatten, den größten Musiker seiner Zeit, im Wettstreit mit dem fernen Händel, der den Engländern gehörte, wurde sein Können nicht ignoriert.
Schließlich war er und galt er auch als der bedeutendste Orgelvirtuose seiner Zeit, vermochte jeden Konkurrent an die Wand zu spielen und tat dies auch zuweilen. Ihm und seiner ganzen Zeit war eine offen psychologisierende Vertonung einer Textvorlage fremd, auch wenn er einem Wort des Schmerzes durchaus einen individuellen, schmerzvollen Klang beigesellen konnte. Aber er hatte, ganz in den Gewohnheiten seiner Epoche, keine Probleme damit, die verschiedensten Texte für dasselbe Musikstück zu verwenden. Auch unsere Kantate ist eine sogenannte Parodie. Eine Parodie war keine im heutigen Sinn, also keine Verballhornung. Und der Begriff hatte auch nichts Abwertendes. Das bedeutete einfach, dass der Komponist für eine schon bestehende Musik einen neuen Text einsetzte. Die Kantate, Bachwerke, Verzeichnis 36, ist zu einem großen Teil eine solche Parodie, denn es gab sie schon zuvor, 1725 schon, mit einem weltlichen Text, der mit dem ersten Advent nichts zu tun hatte. Sie war eine Geburtstagskantate für einen Lehrer, deren Text, obwohl durch und durch weltlich, dem Sinn und Geist der Kirchenkantate nicht allzu fern ist. Beziehungsweise umgekehrt, auch der Kirchentext ist dem Anlass entsprechend freudvoll und heiter, denn schließlich freut auch er sich auf einen Geburtstag, jenen in Bethlehem. In der Folgezeit verwendete Bach die Kantate gleich mehrmals, so zum Geburtstag der Fürstin Charlotte Friederike Wilhelmine zu Anhalt-Köthen, das war 1726, dann auch zu Ehren eines Mitglieds der Leipziger Juristenfamilie Rivinus und endlich eben als Kirchenkantate zum ersten Advent. Immer die gleiche Musik, beinahe. Denn in der Fassung mit dem Text, den wir heute hören, musste Bach Teile der ersten Fassung dann doch als zu äußerlich empfunden haben und formte sie um. Trotzdem ist die Nähe zur ursprünglichen Geburtstagskantate nicht zu überhören. So ein Vorgehen war nicht nur effiziente Zweitverwertung, das gewiss auch, sondern bewahrte auch Schönes davor, ein einziges Mal nur von einer Handvoll Geburtstagsgästen gehört worden zu sein. Nun erklagen es nochmals an einem guten Ort und vor einem Publikum, das sich über den kirchlichen Gebrauchswert hinaus von der Schönheit der damals ja noch ungewöhnlichen Musik Bachs ergreifen ließ. Bach war eben für seine Zeitgenossen, besonders für die Unbedarfteren unter ihnen, noch nicht das Maß aller Dinge, sondern irritierte im Gegenteil all die, die am bisher Gewohnten festhalten wollten. Er war unendlich viel kraftvoller, leidenschaftlicher, sinnlicher als die Kirchenmusiker um ihn herum, gar als sein Vorgänger Johann Kuhnau, der seine Kirchenschäfchen nie mit ungewohnten oder heftigen Kompositionen überrascht hatte. Bachs Musik erschreckte vor allem die orthodox-protestantischen Mitglieder des Rats, die seine Arbeitgeber waren. Sie fürchteten das opernhafte, dramatische, lebensvolle, wie der Teufel das Weihwasser. Dass Musik und auch die für sie verwendeten Texte auch Freude auslösen konnten, war ihrem strengen Glaubensverständnis zuwider. So sehr, dass Bach der vielleicht einzige Komponist der Geschichte wurde, der sich in seinem Vertrag verpflichten musste, keine allzu gute Musik zu schreiben. Der Anstellungsvertrag hält Bach an, ich zitiere ihn, zu Beibehaltung guter Ordnung in denen Kirchen die Musik dergestalt einzurichten, dass sie nicht zu lange währen. Also auch so beschaffen sein möge, damit sie nicht opernhaftig herauskomme, sondern die Zuhörer vielmehr zu Andacht aufmuntere. Zitat Ende. Wir wissen, dass sich Bach nicht daran gehalten hat. Er war zu sehr Theatraliker und Melodiker, dass er dem Gebot, in seinen Texten, in der Musik gar auf alles Sinnliche zu verzichten, hätte folgen können oder wollen. Gerade unsere Kantate ist ein Beispiel dafür. Sie stammt aus dem Jahr 1731, aus Bachs reifen Jahren also.
Schwingt freudig euch empor zu den erhabenen Sternen, das sind ihre ersten Worte und es geht so weiter. Ihr Zungen, die itzt in Zion fröhlich seid, doch haltet ein, der Schall darf sich nicht entfernen, es naht selbst zu euch der Herr der Herrlichkeit. In der Geburtstagskantate für den Herrn Rivinus liest sich das zur gleichen Musik so. Die Freude regt sich, erhebt sie muntern Töne, denn dieser schöne Tag lässt keinen ruhig sein, verfolgt den Trieb nur fort, ihr treuen Musensöhne, und liefert itzt den Zoll in frommen Wünschen ein. Das ist natürlich nicht das Gleiche. Zwischen der kommenden Geburt Christi und der stattgehabten Geburt des Juristen Rivinus gibt es ja auch bedeutende Unterschiede. Dennoch, auch in der Kirchenkantate dominiert von Anfang bis Ende ein Ton uneingeschränkter Freude. Ja, gleich schon in der Arie des Tenors wird der Text ziemlich weltlich, offensinnlich, um es genauer zu sagen. Es ist von der Liebe die Rede und, ich zitiere, gleich wie es eine Braut entzücket, wenn sie den Bräutigam erblicket, so folgt ein Herz auch Jesu nach. Und schon sind wir in einer Kirchenkantate mitten im schönsten Hochzeitsfest. Ich zitiere, zwingt die Saiten in Kythara. Kythara ist eine heilige Insel, die Aphrodite geweiht ist, der Göttin der Liebe. Und lässt die süße Musika ganz freudenreich erschallen, dass ich möge in steter Liebe wallen. So spricht eine verliebte Braut, auch wenn sie hier eine Männerstimme hat. So sollen wir alle empfinden, wir Zuhörerinnen und Zuhörer sollen alle in Liebe wallen. Und zwar mit Jesulein, dem wunderbaren Bräutigam, wie es im Text heißt. Der Diminutiv und das noch sehr jugendliche Alter des Bräutigams, wir stehen 4 Wochen vor seiner Geburt, machen das, was auf der Liebesinsel der Aphrodite unweigerlich geschieht, einigermaßen unschuldig. Ganz verschwindet die erotische Konnotation nicht aus dem Text. Der Ton sinnlicher Freude wird bis zum Schluss, bis kurz vor dem Schluss, beibehalten. Willkommen, werter Schatz, so wird der ankommende Heiland begrüßt, zieh bei mir ein. Die Musik unterstreicht die Lust des Texts. Allerdings will ich Ihnen mein Gefühl nicht unterschlagen, dass die Texte der Kantate auch nicht annähernd die Höhe ihrer Vertonung erreichen. Als in der protestantischen Kirche nach Luther, nach Gerhard, nach Gellert die dichterische Kraft längst erloschen war, erlebte sie, und wir sind heute späte Ohrenzeugen, in der Musik erst ihren Höhepunkt. Bachs Musik ragt, wie dies ein großer Kenner der Dichtung jener Zeit, Walter Muschk, formuliert, ich zitiere, wie eine Pyramide in die moderne Zeit und gibt ihr einen Begriff davon, welcher Art die Kunst ist, die für den Gottesdienst geschaffen wird. Zitat Ende. Erst ganz am Ende nimmt Bach den weltlichen Ton wieder zurück. Er setzt Luthers berühmte Verse an den Schluss. Ich zitiere, Lob sei Gott, dem Vater Ton, Lob sei Gott, seinem eigenen Sohn, Lob sei Gott, dem Heiligen Geist, immer und in Ewigkeit. Mich rührt die sichere Frömmigkeit Luthers. Ich lebe in anderen Zeiten. Mich hat die sichere Frömmigkeit verlassen. Aber ich frage mich bei der Zeile, Lob sei Gott dem Vater Ton, dennoch jedes Mal, warum der Vater Ton heißt. Ich dachte, er heißt Gott. Es ist wohl wie mit jener Zeile in dem schönen Weihnachtslied, die hoch oben schwebt jubelnd der Engelein Chor lautet. Ich nahm schon und gerade als Kind immer an, dass der Engelein, der da hoch oben schwebt, eben Chor heißt. Der Engelein Chor. Ungewöhnlicher Name, aber bei den Engeln ist ja nicht alles wie bei uns. Umso mehr bei Gott Vater. Mögen uns also Vater Ton und Engelein Chor sicher durch die dunkle Vorweihnachtszeit geleiten, in die diese Kantate so viel Licht bringt. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.